der Willkür, Kampf der Arroganz, Kampf der Obrigkeit. Und dann machen wir keine Veranstaltung. Wir sehen uns erst wieder am 27. Da machen wir das nämlich mal. Ja, wie gesagt, links vorbei an der Kante. Hallo, bist du Wallace? Jeden Tag wird das gleiche Mantra, dass der Islam eine Religion des Friedens ist, durch uns gehört. Bei jedem Schreckenstat, die im Namen des Islam geschieht, stürmen Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel und mein eigener Premierminister zu den Fernsehkameras, um der Welt zu erklären, dass die Taten nichts mit dem Islam zu tun hätten. Und im Westen gibt es mutige Patrioten, die an unserer Seite stehen. Und deshalb soll ich Frau Merkel mitnehmen aus Holland? Nein, danke schön. Aber ich habe eine Botschaft an Frau Merkel. Frau Merkel, die Mehrheit ihres Volkes ist der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Und im Westen gibt es mutige Patrioten, die an unserer Seite stehen. Und deshalb aber zu denjenigen, die unsere Grenze illegal übertreten haben oder in der Dschihad ziehen möchten oder die Scharia über unsere Gesetze stellen oder schwere Verbrechen verüben, sagen wir laut und deutlich: Verlasst unser Land, ihr gehört nicht hier. Vielen Dank, Gerd Wilders. Der heutigen Pegida-Veranstaltung auf einer Landespressekonferenz, wenn wir offen sind für Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion.